Willkommen, werte Freunde, zu einem neuen Trial of Position der 5th Falcon drückend. Mein Name ist Dolkfa und heute ist unser Prüfling Lightning. Er tritt an in einem Assault Marauder 2C. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie er ausgestattet ist. Und hier haben wir Lightning ausgestattet mit Doppel-Gauss, Medium Pulslaser und 4 SRM6. Das heißt, er wird auf Reichweite erstmal versuchen zu kämpfen mit seinen Gauss Rifles. Auf der anderen Seite hat sich bereit gemacht Lawmaster Jonas in einem Timberwolf, ausgestattet mit einer Ultra 10 und 4 SRM6, eher auf Paul. Thunder in einem Warhawk, ausgestattet mit 2 Large Pulse Lasern, 3 Small Pulse Lasern und 4 SRM6 Artemis. Das ist der Warhawk, den ich auch im Trial of Bloodride gefahren habe. So, und als drittes, das müsste im Bulbo sein, im Gargoyle in seinem Lieblings-Mech mit 10 Small Pulse Lasern. Und es scheint auch schon loszugehen, beziehungsweise die Kontrahenten nähern sich dem Prüfungssektor. Gustav 7 wurde angesagt. Und Lightning ist in Position. Wir werden uns das Ganze auch aus seiner Sichtweise anschauen, weil er der Prüfling ist. Und werden mal sehen, wie er sich schlägt. Bulma ist auch schon fast in Reichweite des Prüfungssektors. Und dementsprechend wird es jetzt auch gleich losgehen. Bulma wird versuchen, es Dwight auf ihn loszugehen, damit er seine Small Pulse in Stellung bringen kann. Und Lightning muss versuchen, seine Range im ersten Schritt auszunutzen, um eben Damage-Vorteile zu erzielen. Weil im Nahkampf könnte die Beweglichkeit des Gargoyles ihn ausmanövrieren. Und Lightning spurtet in Gustav 7 hinein, hat eine UAV im äußeren Bereich gesetzt. Ob das so sinnvoll war, wird sich gleich zeigen. Er hat jetzt den Bulbur gesehen im Gargoyle. Er wird jetzt gleich rechts rauskommen, hat seine Gauss bereit gemacht und hat sie, glaube ich, in die Beine gesetzt. Ging, glaube ich, nicht in den Torso. Bulbur setzt voll nach und seine Small Pulse setzt in Reichweite. Und Lightning ist auf seinen Nahkampfbewaffnung umgesetzt. Die nächste Gauss-Reife in die Arme und wieder ein Alpha. Der erste Arm ist fast ab vom Gargoyle und jetzt müsste der Arm fliegen, damit ist Bulma halb, nur noch halb so stark und sein Seitentorso ist auf. Wenn er jetzt auch noch den verliert, wird er sehr große Hitzeprobleme bekommen. Jetzt muss Lightning aber aufpassen, er ist Center offen, Bulma aber auch und hat ihn eigentlich fast. Es müsste jetzt die Entscheidung kommen. Und jetzt hat Lightning Bulma erwischt. Glückwunsch zum MechWarrior. Das war aber haarscharf. Mit Lightning ist schon mit 23% Panzerung runter und Center gut offen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein schneller zweiter Kampf werden. Und wir werden uns mal schauen, wer sich auf den Weg macht. Es ist der Loremaster im Timberwolf. Das wird sehr schwer für Lightning, diesen Timberwolf, der noch frisch gepanzert ist, ebenfalls zu legen. Aber schauen wir uns das an. Er hat den Vorteil der Gauss Rifles. Wenn er die ausspielen könnte, hat er vielleicht eine kleine Chance. Aber jetzt muss er ihn erstmal finden. Er läuft schon auf den richtigen Sektor zu. Aber er hat noch keine Aufschaltung. Chess hat auch noch keine Aufschaltung. Sie suchen sich beide noch. Springen wir schnell wieder zurück zu Lightning. Ab, um seine Gauss-Rifle zu bekommen. Jetzt hat er in optimaler Reichweite und hat die Gauss setzen können. Die ersten 10er, Ultra 10er Projektile schlagen ein. Chess zieht sich etwas zurück. Müsste jetzt aber gesehen haben, dass er ran muss. Und Lightning versucht, seine Gauss auszuspielen und auch ranzukommen, aber da wird er im Brawl gegen den Timberwolf unterlegen sein. Das wird nur ein Phantomarm gewesen sein, den er da erwischt hat. Von Master und jetzt müsste es schnell eigentlich vorbei sein, wobei wahrscheinlich die 10er blockiert und nochmal ein solcher Alpha und dann müsste das Center durch sein. Und jetzt
dürfte es gleich vorbei sein, wobei beide Tossis sind offen und das war's. Auf jeden Fall Glückwunsch zum MechWarrior Lightning. Und wenn ihr auch mal einen Trial of Position der Fifth Falcon durch uns mitmachen wollt, bewerbt euch bei uns und werdet ein MechWarrior des mächtigen Clans Jahr der Falcon. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Dolkfer. Auf bald.